Alter. Weißt du schon, was du sagen willst? Ja, immer, eigentlich. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zum neuen Weberwerke-Video. Praktika ist wieder am Start und ich probiere eine neue Sportart aus. Ich habe ein bisschen Schiss. Ihr wollt es alle sehen. Motoball ist es nicht. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Kloppenburg. Da kann ich das nämlich erstmal anschauen. Und morgen geht es woanders hin, aber seht selbst. Schönen guten Morgen! Wir haben 7.40 Uhr. Wir warten auf unsere Gastgeber. Wir sind jetzt in Kloppenburg. Ist das Niedersachsen? Mhm. Und Niedersachsen. Und wir fahren jetzt nach Neuenkamp, glaube ich, oder Nienkamp. Und wir machen heute eine Sportart, wo ihr alle nachgeschrien habt. Ihr habt es alle in die Kommentare geschrieben. Und ich habe wirklich ein bisschen Schiss. Aber wir fahren heute ohne Bremsen. Und der René Dedens gibt mir ein Motorrad und den haben wir gestern Abend schon zugeschaut. Bei was? Das seht ihr jetzt. Also krass, Alter. Aber Racing findet jetzt statt. Also ich bin mit jemandem umgeben, der gefühlt 5 Liter Kaffee am Tag trinkt. Und ich denke mir mal, ja, der trinkt beim Pensum schon immer mit, beim Mechaniker Mini. Neuenknick! War gerade eben noch ein bisschen zu früh. Wir sind in Neuenknick, nicht in Neuenkamp. Aber Neuenkamp gibt es auch. Ja, René ist gestern rangefahren. Heute jetzt im Kreis mit einem Stahlschuh und wir fahren Speedway. Oder Speedway. Das muss ich nochmal ausknobeln, wie die das sagen. Boah, keine Bremsen am Start, nur ums Aval und kannst eigentlich nur durchs Driften irgendwie um die Kurve kommen. Das probieren wir mal aus. Ich werde kein Rennen fahren, weil es so fernab vom Motocross ist, dass man komplett neues, also komplett anderes Motorrad braucht, komplett andere Outfit braucht. Deswegen hoffe ich mal auf gute Tipps von René. Ich weiß nicht, ob ich ihn danken soll, aber Sönke kennt er aus dem Flat-Track-Video, aus dem Rollstuhl. Und der ist eigentlich so ein bisschen der Grund, warum ich das hier gerade alles mache. Weil der hat das alles organisiert. Da gibt es ein Dankeschön. Dankeschön ans Motorrad, an René. Und jetzt sind wir gleich da. Und dann wird im Kreis gefahren. Geil, oder? Praktika ist wieder am Start. Hallo! Wir freuen mich an alle Ernst. Ich freue mich auch nicht so doll. Aber Sönke hat sehr viel Vertrauen in mich. So. Da! Danke und Philipp und Mandy. Vor so rein. Vor so geile Reihe. Ja. We'll be right back.
Das ist ein Ding, ich weiß nicht, was mich erwartet. Und deswegen bin ich ein bisschen nervös. Ja. Das ist mulmig ist mir schon. Das ist so gar nicht, weil es so, ja, so viel anders ist. Das ist so, ich habe keine Bremse und ich kann es nicht kontrollieren und ich weiß nicht, was passiert. Und deswegen weiß ich nicht, wie es geht. Wenig Schlaf dazu. Wir haben heute eine Bahn, relativ für uns alleine, was es auch nicht so oft gibt. Aber ich habe mehrere Motorräder. Ich habe, glaube ich, das ist, glaub, 500 Kubik und eine 250er ist, glaube ich, auch noch da. Wetter wurde oder was dann da, keine Ahnung. Jo. Dieses Wochenende ist Masters und Reutling. Hardenduro WM in Polen. HISG ist auch, glaube ich. Und noch ein Rennen war, glaube ich, auch noch. Und jetzt komme ich zu Sova, die und V im Kreis. Ey. Ich bin komplett. So. Heißt es Speedway oder Speedway? Speedway. Da haben schon ganz viele in Wenn du aus dem Osten kommst, hast du Speedway. Ja, genau. Du ganz alt, das auch. Speedway. Speedway. Komm mal mit, Freundchen. Komm mal mit, jetzt. Für nicht fürs Video geht der. Hallo, ich bin René Dettens, 29 Jahre alt, Speedway-Fahrer. Ja, komme aus Deutschland, aus Kloppenburg. Kai hat gerade angesprochen, gestern hatte ich Rennen in Kloppenburg, Speedway Team Cup. Haben wir gewonnen. Ich habe alle meine Läufe gewonnen, außer einer bin ich Zweiter geworden. Weiter wollen wir nicht drauf eingehen. Ja, ich weiß, dass keines gerne mal ansprechen möchte, aber sprechen wir nicht drüber. Du kannst mir jetzt mal erklären, was Speedway ist. Speedway ist eigentlich easy, ne? Fährst nochmal im Kreis, 4 Runden. Speedway geht für Bahn bis 400 Meter. Und was ist danach? Danach schon Langbahn. Aber das. Wie lang sind die? Bis 1000, 1200. Wieso machst du so? Das ist zu schnell. Ja, man denkt so, okay, es ist länger, mehr Geschwindigkeit, aber die Action ist beim Speedway. Bei Langbahn hast du Endmarsch. Weißt du, erste Kurve hast du vielleicht und dann war es das. Und da fahren die ganzen Alten und die auf Speedway nicht mehr so schnell sind. Muss man ganz ehrlich sagen, aber. Nee, Speedway ist so das Wahre, das ist auch top, wo man auch in Polen, unser Hauptsportart oder Hauptland, wo es richtig abgeht. Mhm. Und ja, im Grunde musst du nur links rum im Kreis fahren. Wie viele Rechtskurven bist du schon gefahren? Ja, nur wenn ich immer abbiege, wieder zurück ins Fahrerlager. Sonst gar nicht. So, was hast du heute mit mir vor? Ich soll direkt mit Vollgas Kupplung schnipsen lassen und direkt so starten, oder? Ja, genau. Also wir haben gestern dein Bike, womit ich gestern mein Rennen gewonnen habe, vorbereitet. Ah, okay, ne? Das fährst du heute. Und ja, rechts ist Gas, links ist Kupplung. Bremse hast du nicht. Aber so eine Art Motorbremse hast du drin. Also ja, wir haben ja schöne Luftpolster an der Außenbande. Lande ich ja bestimmt Das bald. Ist wie eine Schule damals. Die Matten da in der Sporthalle. Lernen durch Schmerz. Ja. Oder Foampit, kennst du ja auch. Ja. Es fühlt sich genauso an, nur ein bisschen doller. Wie viel Kubik fahrt ihr? 500 Kubik. Was ist hier gerade zur Auswahl? Ich glaube, wir haben hier eine Auswahl. Nee, 125er gibt es heute nicht. Darf ich nicht. Ja, fährst du beim Cross auch keine 125er? Doch, macht am meisten Spaß. Ach, auf. Zweitakter. Sind aber Viertaktmotoren. Ja. 500 Kubik, Viertakt, kein Gang. Wie viel PS circa? Die meistgestellte Frage beim Freestyle-Motor, ja. Ich weiß es wirklich nicht bei mir. Ja. Kommt auf den Motor drauf an. 75, 77, 80. Boah, das ist aber, die Dinger wiegen halt auch nur 74, 75 Kilo. Also du hast pro Kilo 1 PS. Keine Bremsen und die Beschleunigung ist schneller als ein Formel-1-Auto. Ja? Ja. Ciao, Leben. Ich probier's mal. Danke dir. Ja. Das ist
Was hast du noch so an Protektion? Unterm Anzug? Thesen, Brustprotektor, Rückenprotektor. Und Sackschutz. Wirklich? Klar. Ja. Sicher, weil sie hast du einen? Was? Hast du einen? Nein, Mann. Gezeigt hat beim ersten Mal. Beim ersten Mal das Ziel erreicht, was wir Ende des Tages haben wollen. Der kann damit Geld verdienen, wenn er will. Der braucht nur noch 2 Tage. Wenn das so was springt, soll es unter dir bewegen. Deswegen eine Hand unterm Arschstuhl. Zwischen Sitzbank und deinem Arsch. Du musst mir eine Hand durchkriegen, dass du da wirklich Druck drauf. Das ist brutal, Mann. Ich bin gerade gestartet, dann stand ich hier drauf und ich so, hey, das fühlt sich irgendwie komisch an. Ja, gut, jetzt haben wir mit einer 500er angefangen. Ja, mein Kopf rattert wieder, weil ich schon jetzt in ein paar Runden immer wieder so realisiert habe, ah, ich muss die Bewegung machen, ah, ich muss so sitzen, ah. Vollgeist-Start heute. Wie du willst. Können wir auch zusammen, nebeneinander. Bisschen Trip, das können wir machen. Worauf konzentrierst du dich jetzt, wenn du hier trainierst? Abstimmung vom Motorrad, komplett. Ich spiele viele Faktoren da eine Rolle. Also ist jetzt heute speziell nur Abstimmung vom Motorrad oder generell? Nein, generell. Guckst du auch immer mal auf die Fahrtechnik oder so? Oder? Ja, das hast du automatisch durchs Training immer. Ne? Aber so, ich habe den Motor jetzt neu, den habe ich Mittwoch erst abgeholt. Da haben wir ein bisschen was verändert und jetzt ist es einfach eine Setup-Sache, Einstellung vom Motorrad, um da das Bestmögliche rauszuholen. Na dann, Abfahrt! Abfahrt! Jetzt gucken wir einen Profi noch mal kurz zu und dann lege ich nach. Vielleicht nicht ganz so. Ich vermute mal, man hat einen Ganzanzug an oder einen Einteiler an, wenn man hinfliegt, dass man nichts hier aufreißen kann und dann die Hüfte oder Arsch oder so aufgerissen wird und Pizza bekommt. Ich habe Knieorthesen an und andere Schuhe, Stiefel und eine Stahlsohle. Stahlsohle habe ich beim Flatjack auch. Ist einfach nur, dass man den Fuß am Boden schlittern lassen kann und nochmal so ein bisschen Stabilität bekommt. Was haben wir noch? René fährt mit Neckbrace, das ist beim Speedway relativ anerkannt, weil wenn man in so eine Bande einscheppert, ist es schon ganz cool, wenn man da ein bisschen mehr Schutz hat. Ich glaube, den ziehe ich jetzt auch an. Und ansonsten ist es relativ ähnlich wie beim Motocross. Der Motocross-Handschuhe, Motocross-Helm, Motocross-Brille, Knieorthesen und Brustpanzer oder Brust- und Rückenprotektor ist auch vom Motocross. Also ja, das sind die Sicherheitsmaßnahmen hier, um sich zu schützen. Ja? Gas oder was? Zweiter Profi-Mechanik. Da ruck doch nicht so dran rum, Junge. Ja, ich will mit deiner Schulter jetzt nicht so wissen. Nee, jetzt dich in die Röpfe. Du hast ja einen Absatz drin. Stell dich da richtig genau. Rein. Richtig rein. Richtig. Und komm mit. Ah, hier in den Absatz. Richtig. Und komm dann mit nach vorne und verdreh deinen. Richtig. Also wenn du das Motorrad hier spürst. Was ist denn das, dann merkst du musst das. Nachher muss das hier unten blau sein, ey. Du merkst es. Du kannst dich nachher auf den Sitz hinten drauf fallen lassen. Hin. Dass du dich da anlehnst. Wir haben das da so. Hinten. Ja, genau. Das ist schon ideal, wenn du das hä? Wäre schon ideal. Meistens das allererste Mal, weil ich nicht erwartet, dass ich dieses Jahr auf dem Speedway-Motorrad sitze. Ich bin jetzt schon einmal gefahren, ne? Und jetzt wurde mir direkt eine Challenge vorgeschlagen, dass ich ein Rennen fahren muss gegen Karl. Karl fährt nämlich 125er. Moin. Moin. Hat
wahrscheinlich ein bisschen mehr Erfahrung. Ich habe ein bisschen mehr Hubraum oder ein bisschen mehr Leistung. Ich fahre jetzt mal das zweite Mal und dann mal gucken, wie das aussieht. Weiter mal fahren das durch und dann ein paar Haltungstipps bekommen. Das ist jetzt so, dass ich kontrollierter machen kann, wenn ich so weiter vorne stehe vor allem, nicht sitze. Aber dadurch wird es auch ein bisschen wackeliger alles, also ich muss ein bisschen doller festhalten. Und Bremsen braucht man echt nicht, also die braucht man wirklich nicht. Wir grinsen da so hinter der Kamera. aber das Extreme ist, wenn du aus der Kurve raus beschleunigst, und dann den Gashahn zumachst, dann bekommt das Hinterrad irgendwann Grip und dann gibt es nochmal so einen Schub. Und dann geht es erst richtig los, aber die Kurve kommt ja direkt wieder. Und die Kurve musst du aber mit Gas quasi einleiten, also mit zum Gasstoß, dass du eindriftest. Also lieber ein bisschen weniger Gas, Kurvenausgang und mit Gas in die Kurve. Aber die Profis, die fahren durchgängig mit Gas. Die machen vielleicht mal kurz so einen kurzen Knicker zu, aber ansonsten voll auf, Junge! Danke. Ja, ich habe noch nie einen gesehen, der ist echt mit dem ersten Mal drauf. Allererste Mal. Das ist ja das Gefährliche, dann hast du erst Fraktion. Da vorne hin, sag Fuß und dann guck mal. Weil den Start gewinnst du, wenn er so weiter so startet. Wir kommen jetzt zum Duell des Tages hier. Wir haben hier den Karl mit einer 125er. Machen wir ein Duell. Zweimal, zwei Runden. Und mal gucken, wer jetzt hier mal auslegt. Hier ist mein größter Kontrahent. Ich habe mein erstes Speedway-Rennen gewonnen. Okay, war ein bisschen unfair. Trotzdem gut gefahren, auch wenn du weniger Leistung hast. Hat Spaß gemacht? Ja, sehr. Was sagst du zu meiner Performance heute? Für so eine wenige Zeit, die du gefahren bist, bist du echt schnell gefahren. So, und jetzt sammle ich nochmal Bonuspunkte. Jetzt gibt es ein paar Sticker für den kleinen Mann. Dankeschön. Bitte. Und jetzt geht es nochmal zum René. Checker. Alle Achtung, ja, hast mehr geschafft in zweimal fahren, als ich gedacht habe, dass wir zwei Tage für brauchen. Willst du Sticker haben? Karl hat einen Sticker bekommen. Oh ja, dann Praktikai, hallo. Bist du Praktikai, hast du durchgezogen. Ja. Nächste Spur. Bist du Stempel. Ja. Sag mal, was für Verschleißteile ihr am Motorrad habt. Also was ist das Höchste, was da so durchgeht? Motorenkupplungsbeläge. Motoren bei uns fährst du halt. Ja, 4-5 Rennen, dann bringst du wieder zum Service und bin bis 1-2, 1-3 los. Und Kupplungsbeläge, je nachdem wie gut du bist oder wie gut du sein möchtest. Ja. 3 Rennen und ein Belag kostet 30 Euro aktuell. Und das ist nur der Kupplungsbelag und Alus, wo liegen die aktuell? 60 Euro. 60 Euro. Reifen vergisst du noch. Reifen hast du heute auch verblasen. Ja. Und du hast 3 Alus, also 3x60 plus 4x30, das sind die Kupplungsbeläge, 3 Rennen durch und ein Reifen aktuell vom Mieters bei 90 Euro. Und du fährst. Wie oft fährst du den Reifen? 2 Läufe. Ach, neu. Er sagt ja gerade 4-5 Rennen, dann kommt der Motor weg, aber überleg mal, wie viele Minuten das sind. Das habe ich beim. Du fährst 30 Minuten, dann kommt der Motor raus. Mit dir heute 15 Läufe, 10 Läufe, dann geht er wieder zum Service.
2 Rennen. Ein Training, ein Rennen, dann ist weg. Vielen Dank. Sehr gerne. Dass ich das nutzen durfte. Dass ich wie bei Werke macht's möglich. Genau. Alright. Hat's euch gefallen, meine lieben Damen und Herren? Fazit. Speedway-Praktikei ist, hat sich schlimmer vorgestellt. Ich dachte, das ist gefährlich? Gefährlich ist es, wenn du ohne Gas in die Kurve gehst, weil dann machst du keinen Drift und dann machst du geradezu in die Bande. Und so eine Bande kommt wirklich schnell nah. Aber im Endeffekt, sehr, sehr schwierig für mich ist, den Lenkwinkel einzuschätzen, weil beim Motocross ist halt einfach ein Lenkanschlag, was beim Speedway einfach nicht ist. Und ich hatte so ein, zwei Situationen, wo ich dachte, jetzt ist vorbei, aber da meinte René zu mir, jetzt geht's erst richtig los. Das war brutal. Und quasi, wenn man vom Gas runtergeht, also wenn man Gashahn zudreht, dass dann nochmal Motorrad übel losschiebt. Also da ist nicht so, dass wenn man Gas wegnimmt, man bremst, sondern da ist erstmal Gas wegnehmen und dann schiebt das Motorrad so nach. Das war brutal. Für mich als Motocrossfahrer, ich probiere schnell aus den Kurven zu kommen. Was fast nicht so gut ist beim Speedway, weil du musst eigentlich kontinuierlichen Speed haben, dass du eher mit mehr Gas in die Kurve gehst, anstatt mit zu viel Gas aus der Kurve kommst. Aber wie gesagt, ich hatte glaube ich ich hatte auf jeden Fall mehr Bammel, als es dann am Ende wirklich war. Ich glaube, ich habe mich ganz gut angestellt. Könnt ihr immer sagen, so ihr Keyboard Warriors, was ihr davon gehalten habt oder was ihr davon haltet, wie ich mich angestellt habe. Ich werde erstmal kein Rennen fahren, okay? Also zumindest nicht dieses Jahr. Aber es ist nichts weiter geplant. Das war definitiv coole Option. Danke an Sönke, danke an René, danke an den Verein SC Neuenknick. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Praktikei hat hat alle Disziplinen durch. Es gibt noch eine Unterkategorie, aber da gibt es ein Problem. Ich habe keinen Motorradführerschein. Und deswegen kann ich eine Sache noch nicht machen. Aber vielleicht finden wir da eine Lösung. Aber ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Format sehr gut gefallen hat. Ich bin super glücklich, wie der Name Praktikei ankommt. Auch gerade beim Enduro ist mir extrem aufgefallen, dass super viele Fans einfach mich mit dem Namen ansprechen. Wovon ich jetzt nie ausgegangen wäre, weil ich dachte mir, das ist einfach so ein kleiner Gag wegen Praktikum und so weiter. Aber danke euch. Wie gesagt, schaltet beim nächsten Mal wieder ein und bis zum nächsten Mal. Ciao!